Hallo Leute, wir haben uns überlegt, das neue Jahr mit ein paar sonnigen Tagen zu beginnen. Dafür bieten sich die Kanaren und Madeira mit ihrem frühlingshaften Klima förmlich an. Und damit es etwas abwechslungsreicher wird, wollen wir es dieses Mal mit einer Kreuzfahrt versuchen. Aber vorher muss uns der TUI-Flieger sicher zur Inselgruppe im Atlantik befördern. Die Sonne ist schon untergegangen, als wir nach 4,5 Stunden Flugzeit den Flughafen von Gran Canaria erreichen. Wir schnappen uns unser Gepäck und ein Bus bringt uns in ca. 30 Minuten zum Kreuzfahrtterminal, wo die Mein Schiff 3 bereits auf uns wartet. Das Boarding klappt problemlos und so finden wir uns nach kurzer Zeit in unserer Balkonkabine wieder. Am gegenüberliegenden Terminal liegt die AIDA Stella vor Anker, die ebenfalls heute auslaufen wird. Noch schnell etwas essen und dann geht es auch schon wieder zur Willkommensparty auf das Pooldeck. Dann sticht die Mein Schiff 3 das erste Mal mit uns in See. Wir verlassen Gran Canaria mit Ziel Madeira. Heute ist ein Seetag, denn wir werden Madeira erst heute Nacht erreichen. Das gibt uns genug Zeit, uns intensiv mit dem Schiff zu beschäftigen und alles zu erkunden. Die Mein Schiff 3 ist ein Kreuzfahrtschiff der Reederei TUI Cruises und wurde 2014 in Dienst gestellt. Es hat eine Länge von 293 Metern und ist für 2500 Passagiere zugelassen. Taufpatin war übrigens Helene Fischer. 1000 Mann Besatzung kümmern sich um das Wohl der Passagiere während der Reise. Darf ich euch vorstellen, unsere Balkonkabine. Sie ist hell und freundlich eingerichtet und bietet genügend Platz für zwei Gäste. Für einen schnellen Kaffee auf dem Balkon steht eine Nespresso-Kapselmaschine bereit. Super Sache. Das Pooldeck befindet sich auf Deck 12. Die Besonderheit ist hier der 25 Meter lange Außenpool. Hier stehen auch ausreichend Liegen für die Gäste zum Sonnenbaden oder, naja, Cocktails schlürfen bereit, die man bei der Nahen und Verzichtbar ordern kann. Direkt an den Außenpoolbereich gliedert sich der Innenpoolbereich an. Die Eisbar befindet sich ebenfalls auf dem Pooldeck. Hinten am Heck bei der Außenalsterbar befinden sich an beiden Seiten die blauen Balkone für Gäste ohne Höhenangst. Ebenfalls auf Deck 12 die Backstube mit ständig frischem Backwerk und das Ankelmannsplatz Selbstbedienungsrestaurant.
Hier lässt es sich fast den ganzen Tag schlemmen. Dahinter noch das Gosch Sylt. Ein Fischrestaurant mit einem schönen Außenbereich. Auf Deck 4 befindet sich die Tui-Bar, die wir während unserer Reise des Öfteren nach unseren Tagesausflügen für einen leckeren Cappuccino oder Cocktail aufgesucht haben. Die Bedienrestaurants Atlantic Classic und Mediterran findet man auf Deck 3 und 4. Vorhang auf für das Theater der Mein Schiff 3. Hier wird täglich ein wechselndes Showprogramm geboten. Heute macht der Kapitän zusammen mit dem Showensemble auf der Leinenlosparty den Anfang. Dann erreichen wir gegen 0.30 Uhr unseren Zielhafen, Madeira. Guten Morgen Madeira. Als wir bei Tageslicht den ersten Blick auf die Hauptstadt von Funchal werfen, hat uns gegenüber schon eine alte Bekannte, die Aida Stella, festgemacht. Es ist zwar etwas bewölkt in den Bergen, aber die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 21 Grad ein. Zunächst geht es zur naheliegenden Promenade von Funchal. Dort besteigen wir einen der vielen roten Hop-On-Hop-Off-Busse, der uns zum nahen Fischerort Camara de Lobos bringt. Es gilt als der madeirische Fischerort schlechthin. Der Ortsname bedeutet Hülle der Mönchsrobben. Heute werden jedoch kaum noch Mönchsrobben an diesem Küstenabschnitt gesichtet. Berühmtheit erlangte Camara de Lobos dadurch, dass der britische Premierminister Winston Churchill den Ort auf einem Gemälde verewigt hat.
Danach fahren wir mit dem Bus auf einer spektakulären Fahrt die steilen Straßen hinauf nach Monte. Monte ist ein kleiner Ort, der 600 bis 800 Meter oberhalb von Charles liegt. Aufgrund des steilen Geländes kann man von hier oben mit einem Kopfschlitten den asphaltierten Weg Camino do Monte bis an den oberen Stadtrand von Funchal herunterrutschen. Hier oben befindet sich ebenfalls die 1741 erbaute Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte. Für die Rückfahrt entscheiden wir uns für die Monte-Seilbahn. Auf einer Strecke von 3200 Metern wird mit der Seilbahn ein Höhenunterschied von 560 Metern überwunden. Auf der 15-minütigen Fahrt bietet sich uns ein schöner Panoramablick über die Bucht von Funchal. Unten angekommen, schlendern wir noch zu Fuß durch die Innenstadt. Entlang der Kathedrale von Funchal und dem berühmten Café und Restaurant Ritz begeben wir uns nach einem erlebnisreichen Tag wieder auf den Weg zurück zum Schiff. Im Restaurant Atlantic Classic genießen wir noch ein leckeres 5-Gänge-Menü, bevor wir den Abend mit der Schlagershow im Theater ausklingen lassen. Heute legt ein weiteres Schiff der Mannschiffflotte, die Mannschiff Herz, in Funchal an. Wir haben noch einen weiteren halben Tag auf Madeira und nutzen diesen, um die Altstadt von Charles noch etwas näher kennenzulernen. Auffallend ist die berühmte botanische Vielfalt Madeiras. Die Geschichte von Funchal reicht über 5 Jahrhunderte zurück, als frühe portugiesische Siedler die Küste an einer hellen und sonnigen Bucht besiedelten, in der Unmengen an Fenchel wuchs,
was der neuen Stadt Funchal ihren Namen gab. Heute ist Funchal eine sehr moderne Stadt mit über 12.000 Einwohnern und eine der sichersten und saubersten Städte Europas. Im öffentlichen Stadtpark von Funchal wachsen sogar Bananen. Gegen 14 Uhr verlassen wir Madeira in Richtung La Palma und passieren dabei das Schwesternschiff, die Mein Schiff Herz, nicht ohne ein kleines Spektakel. Die Gäste beider Schiffe winken zum Abschied mit ihren Handtüchern von allen Balkonen und Decks. Ein letzter Blick auf Madeira, aber das nächste Ziel wartet bereits auf uns. Am Abend findet auf dem Pooldeck eine Poolparty statt, zu der die Küche ein üppiges Früchtebuffet aufgebaut hat. Der Marc kann sich auch mit dem Kapitän ablichten lassen. Am nächsten Morgen haben wir bereits im Hafen von Santa Cruz de La Palma festgemacht. Wir starten zur Besichtigung der hübschen Stadt, die 1493 von den Spaniern gegründet wurde. An der Plaza de España findet man die Hauptkirche El Salvador. Sie wurde Anfang des 16. Jahrhunderts mit einem angebauten Turm aus Quadersteinen errichtet. Gegenüber befindet sich das Renaissance-Rathaus aus dem 16. Jahrhundert mit hölzerner Kassettendecke und Wandgemälden über das Leben der Insulaner.
In einem Innenhof entdecken wir das Café Don Manuel und trinken hier einen wahnsinnig leckeren Kaffee. Der Altstadtkern von Santa Cruz wurde zum kunsthistorischen Baudenkmal erklärt. Hier befinden sich alte Häuser im kanarischen und kolonialen Stil mit kunstvoll verzierten Holzbalkonen, kleinen Geschäften, Cafeterias und Restaurants. Im Bauch der Santa Maria befindet sich seit 1975 das Schifffahrtsmuseum. Gegen Abend verlassen wir La Palma und nehmen Kurs auf Teneriffa. Vom Balkon aus beobachten wir eine Delfinschule, die das Schiff noch eine ganze Weile begleitet. Ein tolles Naturschauspiel. Am Abend begeistert die südafrikanische Gesangsformation Legato mit alten Motown-Klassikern im Theater. Morgen Santa Cruz de Tenerife. Wieder einmal sind es nur wenige Meter bis in die Innenstadt. Wir erreichen zunächst die Plaza de España, in deren Mitte sich ein künstlich angelegter Teich befindet. Gleich hinter der Plaza de España schließt sich die Altstadt von Santa Cruz de Tenerife an. Hier gibt es eine große Fußgängerzone, die zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés beherbergt. Santa Cruz de Tenerife wurde bereits im Jahr 1496 gegründet und ist mit etwas mehr als 200.000 Einwohnern die größte Stadt der Insel. Die katholische Kirche Nuestra Señora de la Concepción ist die älteste Kirche der Stadt. Ihr Kirchturm ist eines der meist fotografiertesten Motive in Santa Cruz de Tenerife. Der Mercado Nuestra Señora de África beherbergt den Markt der Stadt. Wir verlassen Teneriffa am Abend, um über Nacht nach Fuerteventura zu fahren.
Kurz vor 8 schlägt die Mannschaft 3 pünktlich in Puerto del Rosario auf Fuerteventura an. Puerto del Rosario ist eine geschäftige Hafenstadt und die Hauptstadt von Fuerteventura. Die Fußgängerzone Primero de Mayo bietet einige Einkaufsmöglichkeiten. Unweit des Hafens befindet sich auch der geschützte Strand Playa Chica mit seinem klaren Wasser. Die am Strand lebenden Atlashörner sind offensichtlich schon so an die Menschen gewöhnt, dass sie sich kaum von ihnen stören lassen. Am Abend verabschieden sich das Showensemble und die Crew von den Gästen, denn am nächsten Tag ist unsere Reise schon wieder vorbei. Applaus für die Crew der Mein Schiff 3 und mit Rico Willewert mit der großen Freiheit! Ich hab mich noch nie gesehen, du hast dich in mein Herz geträumt, es ist schön, dich wieder zu sehen. Über Nacht bringt uns die Mannschaft 3 zurück nach Gran Canaria, von wo wir am frühen Morgen wieder in die Heimat fliegen.